Hey Leute, und da bin ich wieder zu einer neuen Folge Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Wir sind aktuell auf dem Weg in den Sumpf, oder beziehungsweise sind gerade angekommen. Und der Plan für heute ist, dass wir den Sumpftempel nochmal kurz machen. Genau, und da diesen Froschgegner besiegen, den quasi ansprechen, dass der, ja, mit zum Froschchor geht. Und den Boss nochmal machen, dass wir dann noch einen anderen Frosch holen können und noch ein Minispiel machen können. Das ist der Plan aktuell. Und ich hoffe, dass wir das easy diese Folge schaffen. Wir müssen halt nur nochmal herausfinden, wo dieser Froschgegner war. Ich bin mir nämlich aktuell gar nicht so sicher. Ich finde die Musik cool. Ich mag die Phantom... Ja, Phantom Hourglass ist das, ne? Ich mag diese Musik sehr. So, voll weggebrezelt die Typen. Zack, wir fliegen mal kurz dahin, ne? Wir müssen jetzt halt nochmal diesen blöden Weg gehen zum Sumpf, weil wir immer noch nicht den Teleporter haben. Nach 100.000 Folgen. Bisschen ärgerlich leider. Aber was willst du machen? So. Ja genau, und wenn wir den Sumpf besiegen, oder den Boss besiegen im Sumpf, dann wird ja das Wasser hier auch blau. Dann können wir easy zu dem einen Frosch noch gehen, können uns den mitnehmen. Und dann haben wir schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und machen dann auch noch schnell die Mini-Quest. Was war eigentlich in der Höhle drinne? War da auch eine Fee drinne? Da würde ich vielleicht auch nochmal reingehen dann. So. Achso, wir müssen ja auch nochmal das Lied spielen. Nervig. Oh, ist das nervig. Bitte schieß mich nicht ab, bitte schieß mich nicht ab. So. Zack. Ja, ich würde sagen, wir machen erst schnell den Dungeon und dann gehen wir darüber nochmal in das Loch, weil ich glaube, da war auch eine Feenquelle drin, oder? I guess. So, warte mal, wie war denn das Lied? Dilili. Hoch links, A, rechts, A. Du, 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 du. Okay. Rein da in den Dungeon, Leute. So. Ja, wie gesagt, ich würde einmal... ich weiß gar nicht, wie macht man das? Ich würde, glaube ich, hier einmal Farores Sturm aktivieren. Zack. Dass wir uns dann gleich hierher porten können, wenn wir den Frosch besiegt haben. Und dann gleich zum Bossfight gehen können. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und vorher... Zack, vorher gehen wir halt mal schnell zum Frosch. Ich muss halt nur noch mal rausfinden, wo dieser Frosch war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ganz knapp. So, und hier müssen wir halt später auch nochmal rein, wenn wir dann die Feenmaske haben. Aber ich glaube, wenn ich... Ich will das jetzt nicht hier so machen. Das würde mir zu lange dauern. So, ich habe die Vermutung... Man, hier ist ja auch alles wieder zurückgesetzt, ne? Das ist ja widerlich. Heißt ich... Komme ich jetzt überhaupt darüber einfach so? War hier unten der Frosch drin? Ich habe keine Ahnung mehr. Okay, komm, wir gucken mal kurz. War hier der Frosch drin? Wo war denn der Frosch? Hier der Frosch? Nein. Scheiße. Aber jetzt muss ich die trotzdem besiegen, ja? Kacke. Hallo.
Das sind auch so nervige Gegner. Wir wollten außerdem mal rausfinden, ob man die noch anders besiegen kann, ne? Boah, scheint mir nicht so. Die scheinen halt wirklich nur auf der Unterseite einen weichen Panzer zu haben. Also, kein Panzer, logischerweise. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man die besiegen kann? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Mich würde das interessieren. So, die Frage ist jetzt halt wirklich, wo war denn dieser komische Frosch? War der... Wo war der denn? War der relativ am Ende? So, ich mach das mal eben hier an. Das gute Stück. Und theoretisch könnten wir dann da einmal rüberfliegen. Aber da war der Miniboss drin für den Bogen. Ne, der müsste da drüben drin sein, der für den Bogen. Jetzt fehlt halt der... Aha, da ist er doch. Alles klar. So, Frage ist, wie kann ich den denn jetzt am easiesten abschlachten? Geht das zufällig einfach mit hier und dann einmal richtig drauf? Schade. Also der hat, glaube ich, so oder so geht er in die zweite Phase. Ich glaube, ich kann ihn nicht one-hitten. Zack. Nee. Oh, ist das nervig. Zack. Nee. Was? Was mache ich denn? So. Okay, ich mach's mit dem Bogen, okay? Ich mach's mit dem normalen Bogen. Meine Güte. Wie hält der denn aus? Ich mach hier schon wieder nur Scheiße, ne? Das hat auch schon wieder viel zu lange gedauert, ey. Okay, egal. Wir haben es geschafft. Wir haben den Frosch. So, das heißt, wir gehen einmal mit der Maske hin und dann brauchen wir Faroris Sturm. Das ist auch so eine unnötig lange Quest einfach, ne? So, zack. Jetzt machen wir den Boss einmal. Was war denn das für ein Boss? War das der Fisch? Oder war das... Ah, das war er hier. Okay. Das könnte sich als schwierig erweisen, weil ich habe nicht mehr so viel Mana. Ich kann ja auch nicht anvisieren. Doch jetzt. Okay, jetzt haben wir ihn. Ja, ich skippe das auf jeden Fall. Das hat viel zu lange gedauert. Der einzige Vorteil ist halt, dass die Zeit hier während des Bosskampfes nicht vergeht. Das ist halt eine schöne Sache. Jo, und dann müssen wir jetzt gleich nochmal den Wasserboss auch machen, ne? So, Prinzessin muss ich nicht retten. Die lasse ich hier einfach mal stehen. Die Arme. So, aber wir müssen noch mal dahinter. Ba, 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 ba.
Denn ich will noch mal kurz in die Höhle rein und gucken, weil ich glaube halt, wie gesagt, dass in dieser Höhle eine Fee drinne war. Also ich hoffe es zumindest. Und ja, vielleicht können wir da die Feen vom Wassertempel abgeben. Das wäre ganz toll, wenn das klappt. Ansonsten holen wir uns dann jetzt den einen Frosch, der noch im Sumpf ist. Und machen das Minispiel mit der... mit der Hexe. Oh, ich weiß gar nicht. Muss man die vorher gerettet haben, die Hexe? Scheiße. Oh nein. Oh, das wäre ja auch mega ärgerlich. Ja klar, die musste gerettet haben, ne? Sonst funktioniert das nicht, oder? Hm. Hä? Ich war hier noch gar nicht drin, ne? Hier ist der Lotterieshop. Oh scheiße, hier muss ich auch dreimal hin, ne? Sind die jedes Mal gleich? Oh, hier muss ich auch dreimal hin. Das ist ja... oh, das ist ja Abfuck. Sorry, das ist aber wirklich Abfuck. Ich war hier noch gar nicht, stimmt. Ja, das muss ich ja auch nochmal machen. Aber dann muss ich an Tag 1 gleich anfangen. Okay, wie machen wir das jetzt mit der Hexe? Also ich würde jetzt erstmal schnell so machen. Und wir holen uns jetzt erstmal schnell den Frosch. Und dann brauche ich ja theoretisch rotes Elixier. Das muss ich der einen Hexe geben. Und dann macht die mit mir das Minispiel. Theoretisch. Frage ist, wo kriege ich jetzt auf die Schnelle rotes Elixier her? Leute. Dies ist eine sehr gute Frage. So, da ist auf jeden Fall der Frosch. Den müssen wir jetzt auch eben mal noch mit der Maske betören. Da haben wir jetzt insgesamt drei Frösche, ne? Bis jetzt. Und ich glaube, der letzte ist dann einfach in den Bergen. Richtig? Und dann haben wir, glaube ich, alle. I hope so. Okay. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wo wir rotes Elixier herbekommen. Das können wir, glaube ich, nicht einfach so kaufen. Wo kriegt man das am schnellsten jetzt her? Ja, ich werd mal kurz in den Offscreen-Modus gehen, Leute. Weil die Hexe wird jetzt halt nicht da sein. Ich muss die jetzt erst retten. Okay, bis gleich, Leute. Ich guck mal schnell, wo ich rotes Elixier herbekomme. So, Leute, ich habe mal eben rotes Elixier geholt. Die Hexe begibt sich gerade auf die Suche nach ihrer Schwester. Aber das ist ja kein Problem. Das ist ja alles kein Problem. Die finden wir trotzdem. So, dann geben wir der rotes Elixier. Und dann können wir das Minispiel machen. I guess. So, führe mich mal, du kleiner Affe. Merk, merk. So, die ist auf der Suche. So, und da sind wir schon. Jo, da haben wir nämlich hier einmal rotes Elixier. Habe ich mal eben aus Ocarina of Time geholt. Ach, Quatsch. Zack. Mäh. Bitteschön. Ich hoffe halt, ich kann direkt das Minispiel machen und die lässt mich jetzt nicht erst Boot fahren. Da habe ich jetzt ja gar keinen Bock drauf. Ich will das Minispiel machen direkt. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Ciao. So, und weiter geht's. Okay, hätten wir das auch geschafft? Also ich finde Majora's Mask als Spiel sehr, sehr verwirrend. Als Randomizer noch verwirrender.
Und finde es halt auch immer blöd, dass man so viele Punkte verpassen kann. Und dann, wenn man sie nachholen möchte, halt so viele Sachen noch machen muss im Nachhinein. Das ist, ja. Irgendwie ist es cool, aber irgendwie ist es auch nervig. Vor allem, wenn man sich halt noch nicht so gut auskennt in dem Spiel wie ich. Naja. So. Wir gehen hier rein. Und, Ja. Ah, okay. Perfekt. Jetzt kann ich Bogenschießen machen. So, jetzt muss ich nämlich immer... Und ich darf nicht sie treffen, ne? Da kriege ich, glaube ich, Minuspunkte. Und wie viele muss man machen? 21 oder so? Oh, Kacke. Sorry. Ist auch nicht so einfach, muss man sagen. Die ist schon sehr agil, was das angeht. Sag mal. Ich hab dich niemals getroffen. Du bist doch reingeflogen in den Pfeil. Scheiße. Boah, ist das schwer. Ups. Okay, ich krieg aber keine Minuspunkte. So, ich habe 20 Mal getroffen, ne? Reicht das? Pretty gut. Ja. Ah, auch nur ein Rubin. Mann, okay, aber wir haben es abgeschlossen. Gut. Ist das auch weg auf der Checkliste? Schön. Ja, jetzt müssen wir theoretisch in die Berge gehen, Leute. Als nächstes in die Berge gehen. Da den Boss weghauen. Ich würde, glaube ich, nochmal kurz skippen. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Warte mal. Was hat denn eigentlich der Tingel hier? Hat der noch irgendwas? Bei mir war so, als ob wir irgendwo bei irgendeinem Tingel noch nicht alles gekauft hätten. Ich weiß aber nicht, bei welchem. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Nö, der ist auch fertig. Haben wir alle Tingles fertig? I'm not sure. Okay, ich skippe mal kurz und wir sehen uns gleich im Tempel wieder, beziehungsweise ich würde jetzt eigentlich nur schnell den Boss machen. Was mache ich denn hier? Ja, komm, ich bin gleich wieder da, wenn ich den Boss fertig habe, oder? Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder, bin gerade mal im Bossfight und da ist er weg. Ne, das wollte ich euch nur eigentlich ersparen jetzt. Ich bin da jetzt eben auf den Berg hochgerollt. Das war der Boss vom Hypernia-Tempel. Den habe ich jetzt eben nochmal weggeklatscht und jetzt sollte überall wieder der Frühling in den Bergen einkehren. Und theoretisch müssten wir dann alle Frösche haben, oder? Fehlt noch irgendwo einer. Scheiße, einer fehlt noch. Ja. Kacke, einen habe ich vergessen. Am Waschplatz, ne? Fehlt noch einer. Ja, in Unruhstadt am Waschplatz gibt es auch noch einen Frosch. Genau, hier müssten jetzt 1, 2, 3, 4, genau, einer fehlt noch. Aber was wir dann halt auch machen können, wir können dann hier hoch, gell, und können dann direkt rein in die Milchbar. Ja, ärgert mich jetzt. Ich hätte erst in die Stadt gehen sollen und das da fertig machen sollen. Egal, pass auf. Das heißt, wir gehen gleich nochmal in die Berge. Aber erst hole ich mir schnell den Frosch vom Waschplatz. Genau. Ich glaube, ich mache heute einen Überlänge-Part. Also ich habe jetzt schon wahrscheinlich den Boss rausgeschnitten, den Moldorm-Boss oder wie der heißt. Ne, Twin Mold oder irgendwie so, ne? Heißt der, glaube ich. So. Pass auf. Jetzt bin ich wieder bei Majora's Mask. Ah, ich drücke immer die falsche Taste. So. Am Waschplatz gibt es jetzt noch den einen Frosch. Ja, den hätte ich jetzt gleich holen müssen, dann wäre das fertig. Aber, ja. Da habe ich versagt.
So, das ist der letzte. Muss ich da jetzt eigentlich noch ein Minispiel machen mit denen? Oder wie ist das? Pass auf, ich hole mir hier nochmal Kohle. Denn wir können auch ein Skuldi-Symbol kaufen. Das habe ich auch eben mitbekommen. Das hole ich mir jetzt eben nochmal schnell. Und zwar, wenn wir nämlich beim Bikibernia-Tempel, da ist ja normalerweise diese Höhle. Warte mal, wo gehe ich denn da raus hier? Wo die Fee drin ist, ne? Und in der Höhle ist gerandomized, dass wir quasi in Goronia sind. Heißt es Goronia in Majora's Mask? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hier diese Stadt, wo die Goronen drin wohnen, ne? Wo das Baby auch schreit. Wow. Blablabla. Genau. Und wenn ich da dann in den Goronen-Shop gehe, der ja auch gerandomized ist, komme ich bei der Hexe im Trankladen raus und die verkauft noch ein goldenes Skulltula-Icon. Das würde ich mir halt einmal noch mitnehmen. Auch wenn es wahrscheinlich eh nichts mehr bringt, weil in Ocarina of Time kriegt man, glaube ich, nur bis 50 Skulltees. Items als Geschenk. Ab wenn wir alle 100 Skulltees bekommen, bekommt man ja kein besonderes Geschenk. Aber ich würde es trotzdem gerne mitnehmen. Wenn er versteht, was ich meine. So. Müssen wir jetzt noch irgendwas machen? Nö, ne? Wir kriegen jetzt einfach ein Item. Dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Saugeil. Auch nur 5 Rubine, ey. Cool. Läuft das jetzt die ganze Zeit hier? Ich würde mal eben hier einen Teleporter setzen. Dann rolle ich nochmal schnell zum Bikibernia-Tempel. Gehe da nochmal schnell rein und kaufe das goldene Skulltula-Token. Und dann gehen wir da hoch in die Milchbar. Da haben wir ganz viele Kleinigkeiten eigentlich schon abgeschlossen. Die Säge muss ich dann in Ocarina of Time noch abgeben. Hier müssen wir dann auch nochmal her, wenn wir das Auge der Wahrheit haben. Aber das dauert auch noch ein bisschen. So. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht. So. Hier drinnen meine ich. Na, hier gibt es auch noch eine goldene Skulltula. Im Trankladen. So. Die nehmen wir jetzt eben nochmal mit. Dann haben wir das nämlich auch weg. Dann müssen wir theoretisch hier eigentlich nichts mehr machen, außer wenn wir dann, ja, wenn wir dann das Auge der Wahrheit haben, da diesen Vorsprung nochmal mitnehmen. Ansonsten haben wir hier alles. Sehr schön. Stück für Stück kommen wir voran. Step by step. So, und jetzt mache ich mal den hier. Und jetzt müsste man theoretisch wieder... Perfekt. Schön. Ja, müsste ich öfter mal benutzen, das Ding, ne? Ich vergesse es nur immer. Okay, und jetzt klettern wir mal... die Wand hoch. Und ich würde sagen... Oh. Da komme ich jetzt gar nicht rüber, ne? Brauche ich Eispfeile. Oder kommt man da andersweitig rüber? Nee. Ich glaube, man braucht Eispfeile. Das geht gar nicht. Wieso wächst dieses Schild? Du hast gesehen? Das Schild ist gewachsen. Aha, und wie soll ich jetzt da rüberkommen? Achso, warte mal, es gibt doch jetzt hier so ein... Gibt es hier nicht so einen Weg jetzt, der da einfach hochführt? Muss ich da nicht überhaupt nicht mehr hochklettern? Kann ich nicht einfach jetzt hier lang gehen? Genau, stimmt ja. Es gibt jetzt diesen Pfad. Zack, der ist nämlich, glaube ich, zugefroren. Aber sobald du halt das gemacht hast, kommst du da einfach hoch. Genau. Ja, easy. Geil. Und hier ist die Milchbar. Schön. Perfekt.
Wir müssen aber noch warten, bis die öffnet halt, ne? Bis 10 Uhr, glaube ich. Genau. Dann können wir hier das Musikstück noch spielen. Dann müssen wir dann am letzten Tag nochmal herkommen. Müssen der Mutter den Brief geben. Dann sind wir hier auch fertig. Cool. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich warte bis 10 Uhr, bis die Milchbar öffnet. Und im nächsten Part geht es dann hier weiter. Geil. Ich freue mich. Wir kommen gut voran. Die ganzen Kleinigkeiten werden gerade ausgemerzt. Und wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, Tricks habt, Sachen, die ich nachholen muss, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann werde ich das die nächsten Parts machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Tschüss.